Hallo, ich bin Robert von Solox Games und möchte euch heute kurz The Fog Escape from Paradise vorstellen. The Fog ist mein erstes Spiel, das ich entwickelt habe und es wird Anfang nächsten Jahres auf Kickstarter erscheinen. The Fog handelt von dem Nebel. Ein Nebel, der eine Insel in einer Fantasiewelt, Sanai, einnimmt und die Insulaner dazu bringt, dass sie die Insel schnell verlassen müssen. Sie haben Boote gebaut und sie sind alle am Strand und probieren noch die Boote zu erreichen, bevor der Nebel sie erreicht. The Fog ist auf den letzten drei Spielemessen bereits öffentlich vorgestellt worden, ist hunderte Male gespielt worden und ist ein sehr packendes Spiel. Die meisten Leute bezeichnen es als Knubbel- und Ärgerspiel. Und ja, das Feedback also ist weitaus besser als alles, was ich, als ich mit dem Projekt angefangen habe, jemals erwartet hätte. Und als nächstes würde ich sagen, springen wir direkt in die Details. So, ihr seht hier den Spielplan. Der Spielplan ist bereits fertig designt. Die anderen Nebenpläne und Boards, die sind noch im Designprozess gerade drin. Hier im Hintergrund ist der Nebel, der schnell vorwärts kommt. Hier habt ihr den Strand mit den Insulanern und den Hindernissen da drauf, sowie hier ganz vorne sind die Boote, wo sich die Insulaner probieren hinzuretten. Das Spiel geht über zwei Phasen. Davon ist die erste Phase eine Auswahl- bzw. Drafting-Phase. Da geht es darum, dass die Insulaner reihum mittels ihrer Spielsteine sich einen Insulaner aussuchen und ihren Spielstein darunter tun, damit sie diesen spielen können. Dieses Ganze geht so lange, bis entsprechend alle Insulaner am Strand ausgewählt sind. Als direkt im Anschluss beginnt bereits die Kernphase, die Bewegungsphase. Da geht es dann darum, die Insulaner vom Strand in die rettenden Boote zu bewegen. Diese Phase geht über eine gewisse Anzahl von Runden, die durch die Nebelleiste auf den Nebelmarker auf der Nebelleiste dargestellt wird. Es ist jeweils sozusagen eine Runde und in einer Runde hat jeder Spieler 7 Bewegungspunkte einmal zur Verfügung, die er auf eine beliebige Anzahl seiner Insulaner verwenden kann. Anschließend bewegt sich der Marker vorwärts. Das Ganze ist symbolisiert hier durch dieses Zugtableau, was immer anzeigt, wer gerade dran ist und wann sich der Nebel bewegt. So, der Nebel bewegt sich, wie gesagt, nach jeder Runde dann vorwärts. In dem Moment, wo er wirklich hier den Strand erreicht, wird geprüft, jeweils in der Reihe, ob Insulaner vom Nebel verschluckt worden sind. Diese würden dann umgedreht werden, können nicht mehr gespielt werden und bringen am Ende Minuspunkte ein. So geht das Spiel immer weiter. Der Nebel wird irgendwann noch schneller und sobald der Nebel die Null erreicht hat, endet das Spiel. Und die Wertung beginnt. Gewertet wird in 4 Kategorien. Davon ist die erste Kategorie, die das sozusagen, ob ein Insulaner. Ihr seht 3 verschiedene Farben, die sind passend zu den entsprechenden Booten. Und eine Farbe stellt sozusagen ein Volk dar. Wenn ein Insulaner es wirklich in das Boot seines Volkes geschafft hat, wo er die Sprache spricht, wo er sich sozusagen besser auskennt, dafür kriegt er 4 Rettungspunkte. Und die Rettungspunkte werden auf der Rettungspunkte Leiste abgetragen, extra. Das zweite ist die Wertung für die Bootsbereiche. Das ist jeder Insulaner, der es jeweils in einen solchen Bootsbereich geschafft hat, kriegt die angezeigte Siegpunktezahl. Die dritte Wertung sind die entsprechenden Minuspunkte, die ich im Vorfeld schon angesprochen habe für Insulaner, die vom Nebel verschluckt worden sind. Und als letztes gibt es diese Boni-Punkte hier, diese Bonuspunkte. Das sind die ersten, die reinkommen, kriegen jeweils das oberste offene Plättchen, weil die das entsprechende Boot vorbereiten können und somit helfen können, dass das Boot auch abfahren kann. So, das ist das grundsätzliche Spielprinzip. Was kann ich mit den 7 Punkten, die ein Spieler hat, jeweils anfangen? Grundsätzlich gibt es 6 Basisbewegungen. Das ist Rennen, das ist zum Beispiel Platz tauschen, Schieben, ich kann einen anderen Insulaner überspringen, ich kann mich durchzwängen und ich kann Hindernisse überqueren. Jede dieser Bewegungen kostet zwischen 1 und 4 Bewegungspunkte und kann von jedem sozusagen durchgeführt werden. Des Weiteren seht ihr jeweils unten auf diesen entsprechenden Plättchen auch noch kleine Symbole. Die Symbole sind verschiedene Charakteristiken. Da gibt es 6 verschiedene, die diesem Insulaner ermöglichen, gewisse Sachen günstiger, anders oder besser zu machen als sozusagen der normale Weg. Also zum Beispiel jemand, der gut ein Hindernis überqueren kann, zahlt dann statt 4 nur 2 Punkte. So.
Und das gilt alles für den Strand. Sobald wir im Wasserbereich sind, ist die Bewegung deutlich einfacher. Hier ist alles ein Schritt gleich ein Punkt. In die Boote kann man im Hinterbereich, kann jeder einsteigen, ins Heck und hiervon in die produktiven Plätze jeweils nur passend zu der entsprechenden Position, also passendes Bild. So, das war eine kurze Erklärung zu The Fog. Danke fürs Zuhören. Tschüss.